Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Wir spielen hier Downfall. Das ist eigentlich eins der Spiele gewesen, die ich mir so als Vorstellungsspiel ausgeguckt hatte im Rahmen meiner Vorstellungsreihe. Darf euch vorstellen, das ist ja die Reihe, deren Videos ihr in der letzten Woche sehen konntet, ist ein bisschen anders gelaufen, als ich das normalerweise mache. Normalerweise, ich hatte das ja schon zum Beginn dieser kurzen Reihe erläutert, stelle ich innerhalb einer Woche dann so drei verschiedene Spiele vor. Und so wie die Situation halt mit dem vorgestellten Spiel war, habe ich mich dann dazu entschlossen, halt so also ein kleines Kurz-Let's Play zu machen, indem ich halt drei Folgen aus diesem Spiel gespielt habe und entsprechend auf meinem Kanal vorgestellt habe. So, das nur ganz kurz als Erklärung vorweg. Und ja, ich habe Downfall natürlich angespielt, so ein bisschen reingeschnuppert und war doch recht angetan und habe gedacht, irgendwie, komm, nee, bevor ich jetzt noch irgendwie eine Vorstellungsreihe mache, und ich hatte ja ein Let's Play angekündigt, machen wir Downfall doch einfach als Let's Play. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ja, ich weiß noch gar nicht so, also ne, im Detail, wie das Ganze so im Spiel denn letztendlich weitergehen wird. Wie gesagt, ich habe es nur angespielt. Und das, was ich halt so ne, mitbekommen habe, hat mich halt angesprochen und fand ich ganz gut und dachte mir so, gehen wir doch das Risiko einfach mal ein und machen daraus ein Let's Play. Gut. Downfall. Downfall ist von Harvester Games, einem recht kleinen Indie-Studio, das seine Spiele alle über den Publisher-Screen Seven publishen lässt. Und, also soweit ich halt weiß, bekannt geworden ist Harvester Games mit The Cat Lady, einem recht düsteren Horrorspiel. Downfall ist wohl die zweite Produktion. Und der jüngste Spross aus der Entwicklungsgeschichte von Harvester Games ist aktuell Lorelei. 2019 erschien, The Cat Lady ist auch 2012 und Downfall, das was wir jetzt hier spielen, ist 2016. Ja, wie gesagt, also ne, über das Entwicklungsstudio selber weiß ich relativ wenig. Ich habe gehört, es soll ein Ein-Mann-Studio sein. Ob es tatsächlich jetzt nur ein Ein-Mann-Studio ist oder ein Studio ist das halt also wirklich nur über eine sehr überschaubare Anzahl von Entwicklern, Grafikern, Musikern, was auch immer, beschäftigt. Das weiß ich alles nicht. Vielleicht kriege ich ja noch das ein oder andere raus. Ich habe eine Facebook-Seite von Harvester Games gefunden, in dem halt auch nur The Cat Lady, glaube ich, als letztes vorgestellt wird. Und der letzte Eintrag von Harvester Games selber ist irgendwie aus 2013. Information zu sich selber über die Infoseite ist da auch nicht zu bekommen, außer halt, dass da steht, dass es ein kleines Entwicklungsstudio ist. Indie-Game-Studio halt. Die halten sich sehr bedeckt. Es gibt eine Seite, die man halt aufrufen kann. Die ist aber auch halt speziell halt für The Cat Lady und darüber wird aktuell jetzt Lorelei beworben und man kann es da über einen entsprechenden Link auch beziehen. Gut. Ja, die machen das halt so, so, ihr Ding, sich so ein bisschen so geheimnisvoll zu halten. Ich weiß es nicht. Ist auch erstmal Schnurz. Wir spielen jetzt hier erstmal Downfall. Um was geht's in Downfall? Downfall ist eine Geschichte von Liebe, Wahnsinn und Mord, in dem sich Joe, das ist die Figur, die wir spielen, beweisen wird, was für ein Mann er ist. Ob er ein liebender Ehemann ist, ein kalter Realist oder ein bitterer Skeptiker. Das letztendlich zu entscheiden, das liegt an uns Spielern und die wir ihn halt auf seiner Reise zur Erlösung begleiten werden. Und ich mache jetzt erstmal einmal das, was mir hier empfohlen wird. Ich wähle mal eine Sprache. Das Spiel wird übrigens komplett mit der Tastatur gespielt und gesteuert. Ich hoffe, meine mechanische Tastatur macht sie da nicht ganz so sehr bemerkbar. Ich bin mal ganz kurz weg.
So what do you think, Joe? I think it's bullshit. But that boy swore it was honest to God truth. Sure he did. He's a big fat liar. He's not. He heard his uncle talk about it, and he's a gangster. Gangster, my ass. He works in the secondhand furniture store. Whatever. So what's the plan? I'm gonna check out the building site. You're so dumb. I know it's there! And I'm gonna find it. Yeah, right. Good luck with that. Ja, Mikrofon war gerade gemutet. Sehr, 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 sehr professionell heute wieder alles. Ja, ja, dann nochmal, willkommen zurück zu Downfall. Das ist Joe, der andere Kollege, der da gerade so gangstermäßig da und so drauf ist und so irgendwelche Dinge finden will. Ist sein kleiner Bruder. Und aber den werden wir noch näher kennenlernen. So, ja, wenn wir benutze Pfeiltasten zum Bewegen, entweder Pfeiltasten oder man kann auch das ganze Spiel mit der berühmten WASD-Steuerung steuern. Mit Return kann man dann Dinge aktivieren, benutzen und so weiter. Man kennt das, ne? Also in Aktion treten und alles weitere werden wir im Spiel so nach und nach auch kennenlernen. So, also ich muss jetzt schon sagen, die Grafik finde ich sehr, sehr cool, sehr, sehr ansprechend. Man hat jetzt gerade gesehen, die Figur, wenn sie sich bewegt. Oh. Ah. Ist sie nicht allzu lieblich anzusehen. Ja, automatische Speicherung ist vorhanden. Kann man allerdings abschalten, wenn man das möchte. Und mit F9 können wir den letzten Stand immer laden. Ansonsten haben wir hier halt die Möglichkeit, über die Funktionstasten, ich glaube 1 bis 4 zu speichern und über 5 bis 8 dann die entsprechenden Speicherstände abzurufen. Wie gesagt, alles per Tastatur. Ja, ja, doch, also schwerpunktmäßig alles per Tastatur und so. Okay. Ja, wie gesagt, ne, also die Grafik selber finde ich klasse. Auch hier, wie die Figuren gezeichnet sind und so. Animation, man sieht es, es ruckelt so, hat so ein bisschen so was Ruckeliges, aber wie gesagt, es ist ein Indie-Studio, kleines Studio. Und wenn das wirklich von einer aus einer Hand ist, oder selbst wenn es nur ein kleines Team ist, muss man schon sagen, ne, also da muss man, darf man die Messlatte jetzt nicht gut weiß, wie hoch liegen. Das haben die schon sehr, 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 sehr gut hier umgesetzt. Oder eher, wenn es eine einzelne Person ist. Ich, wie gesagt, ich stoffe da noch ein bisschen im Nebel. So, ein toller Blick. Dann schauen wir doch mal hier nach dem Mädchen. So, zum Interagieren Pfeiltasten benutzen, mit den Pfeiltasten hoch und runter. Durch Optionen wechseln, mit Enter bestätigen, wie ich das schon erläutert hatte. Ich drücke da mal zärtlich auf die W-Taste. Wow, ist die hübsch. Hi. Hi. Ja, wie ist es, das schönste Mädchen in der Stadt zu sein? What is it like being the prettiest girl in town? Don't know. Why don't you tell me? Er ist ja der Charmeur, ne? Also, ne, schlechthin. Die beiden begegnen sich da zum ersten Mal und er macht sie direkt an. Schöner Tag. Was, wenn ich eine Katze wäre, würde ich all meine neuen Leben mit dir verbringen? Etwas Netteres kann man eigentlich schon fast nicht mehr sagen. I was a cat. I'd spend all 9 lives with you. Do you really think cats have 9 lives? Klar. Nein, das ist nur ein doofes Märchen für Kinder. Ne, komm, wir machen mal hier, ne, komm, klar. Sure. I like cats. I'm gonna have one when I'm older. Black, like a devil. Woher kommst du? Wohnst du in der Gegend? Nette Blumen?
Ich kenne einen Ort, an den Katzen zum Sterben hingehen. Sie erzählt ihm gerade, dass sie Katzen mag und wenn sie älter ist, also erwachsen ist, hätte sie gerne eine schwarze Katze. Und er drängt hier direkt, ja, Katzen toll, ne, die sterben da irgendwo, können wir jetzt hingehen. Ja, ich nehme das mal. I know the place where cats go to die. Yeah? It's just down the road. A cat cemetery? Not quite. It's just the backyard with some rubbish bins. But the cats really go there to die when they're old or sick. It's really weird. I can show you. But I should probably wait for my mom. Okay, ja, woher kommst du? Wohnst du hier in der Gegend? Nette Blumen? Wegen dieser Katzenstätte. Woher kommst du? Where are you from? Sweden. But you're not blonde. So? I just... never mind. What are you doing in England? I came with my mom. She got offered a job, and we stayed. And your dad? He didn't. Ist er hart tot oder ist er einfach nur nicht mit? Also, dann könnte ja auch sein, dass die Eltern geschieden sind oder so. Das muss ja nicht mal gleich das Schlimmste sein. Ja. Tut mir leid wegen deines Vaters. Sorry about your dad. Don't be. You can fuck off. Oh. Er scheint nur noch unter den Lebenden zu weinen. Wohnst du hier in der Gegend? Do you live around here? No. Do you? I do now. We moved here from Seattle last year. You're American? Cool. Eine Schwedin und ein Amerikaner treffen sich in England. Ja, so spielt das Leben. Nette Blume. Blumen. Yeah. But I prefer red ones. Why? No reason. I just like red. Okay. He's back. Who? Brady, the ice cream guy. Do you have ice cream in Sweden? Do you have brains in America? Sie gefällt mir. Nein, alles gut. Nee, also sie gefällt mir wirklich. Also, nettes Mädel. So, ja, wo war ich? Egal. Warum sitzt du hier rum wegen dieser Katzenstätte? Ich nehme mal hier den ersten. Why are you sitting here? My mom's inside, eating. And she left you out here? Allerdings. I'm on a diet. That sucks. Nein. It's okay. I'm not hungry. Ja, schon ein bisschen strange. Ich meine, selbst wenn die Mutter sitzt da, ist ihr Kind sitzt draußen. Ja, ja, gut. Man kennt jetzt die Hintergründe nicht. Ist sie da wirklich auf Diät oder? Keine Ahnung. Aber naja. Wegen dieser Katzenstätte. About that cat place. Yeah? Sonny. Sorry, reden wir von etwas anderem. In 5 Minuten bist du zurück. Deine Mutter wird gar nichts merken. Es gibt ein paar nette rote Blumen nicht weit weg von hier. Ich mach erstmal diesen hier. You'd be back in 5 minutes. Your mom will never know. I don't know. She'd be really mad at me. Okay, dann gehen wir mal auf die letzte Option. Es gibt ein paar nette rote Blumen nicht weit weg von hier. There are some nice red flowers not far from there. But I don't even know you. I'm Joe. Okay. And you? My name is Ivy. Come on then, Ivy. You don't want to sit here all day, do you? Let's do something fun. Genau. Spaß ist das halbe Leben. Und so wie sie guckt, kann sie ein bisschen Spaß gebrauchen, denke ich mir mal. Warum ist sie auf Diät? Naja. Achso. Sie wartet darauf, dass ich mich endlich mal hier in Bewegung setze. Ja. Hallo, Ivy? Ah. Ach, sie kommt nicht mit. Nochmal eine nette Licht- und Schatteneffekte. Ich mag solche Details. Ich stehe auf Details in Spielen.
Schnellspeicherslot 1 bis 4 mit F1 bis F4, hatte ich ja schon erläutert. Schnell Ladetastenslot 1 bis 4 mit F5 bis F8. Ich latsche mal voll auf die F1. So. Dann haben wir das auch schon mal gemacht. Weiter geht's. Blumen. Untersuchen, riechen, nehmen. Erstmal untersuchen. Sie sagte, dass sie rote Blumen mag. Ist das richtig? Wir schnuppern mal dran. Ich will nicht wie ein Waschlappen erscheinen. Mein Gott. Ist doch einfach nur, dass man sich für die Blume interessiert, dass man ihren Duft in sich aufnehmen möchte. Ja, dieses ganze blumige Aroma genießen möchte, bevor man sie den Boden entreißt und in den Tod entlässt. Oh Gott, ich sollte... Nein, wir nehmen die einfach mal. Nehmen. Do you like them? Wow. They're gorgeous. Here, let me pick some for you. No. Let them grow. They're beautiful as they are. Ich habe ja gesagt, ich mag sie. Sie ist schon die richtige Einstellung. Mädchen. Du hast recht, es wäre, als würde man sie töten oder so. Eine Blume wird schon nichts ausmachen. Achso, eine Blume wird schon nichts ausmachen. Ja. Nein, wir nehmen natürlich diesen hier. You're right. It would be like killing them or something. Exactly. And this way. Maybe they will make someone else feel happy too. Got ya. Auch, das ist wichtig. So, Blumen nochmal. Warum? Versuchen. Darf ich diesmal riechen oder? Ja, ich will immer noch kein Verschlappen sein. Ja gut, dann hat sich das jetzt hier erstmal erledigt. Wir gehen weiter. Vielleicht kommen wir ja zum Eismann. Der war ja irgendwie da in der Nähe. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, zumindest ist er ja in diese Richtung da gefahren. Und eine schwarze Katze. Das ist auch mal, ja, an dem Tag haben wir also wirklich Glück. Ja, erste Blumen und so. Wir haben uns als Blumenversteher entpuppt und direkt natürlich so, ne, wahrscheinlich dadurch bei ihr etwas gewonnen, so an Sympathiepunkte. Und jetzt auch noch die Katze. Und dann noch eine schwarze. Also besser geht's ja gar nicht. Wir schauen mal, was sich daraus entwickeln könnte. Hallo Katze. Is this it? Yep. But it's just one cat. Hat sie jetzt einen Massensterben vermutet? So wirklich. So gerade hat sie mir aber besser gefallen. Das ist nur eine Katze und dann ist sie noch am Leben. Ja, so ging es ja gar nicht, ne? Fassbar. Ja, heute sind wohl keine Katzen gestorben. Der sieht echt alt aus. Vielleicht stirbt er bald, wenn man lange genug wartet. Ich wette, das ist eine Zombie-Katze. Oh, den nehme ich. I bet it's a zombie cat. They turn when they're out of lives. They don't. Trust me. Zombie cats are real. The giant ones are the worst. Ja. Yeah? Do they eat brains? You bet. Don't be silly. All cats are great. But you don't really like cats, do you? Nicht so sehr. Ich hab dich nur veralbert. Natürlich mag ich Katzen. I was just fooling with you. Of course I like cats. Yeah? Katzen sind klasse. Yeah. Then let's go see if he likes us. Don't let it bite you. You'll turn. Genau. Aww. Zombie Ivy. Such a lovely pussycat. Ja. Liebe Katze. Huh? Come closer and stroke his head. Nein. Okay. Hallo. Hallo, weißt du mich? Weißt du, Katze? Untersuchen, streicheln. Wir sollten eigentlich erstmal untersuchen. Doch was, wenn es eine Zombie-Katze ist? Ja, da musst du jetzt durch. Was ich selber in die Situation gebracht habe, sehen wir zu, wie du damit wieder klarkommst. Gut, wir streicheln sie natürlich. Suchen es zumindest. Oh, 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 oh. Eieiei, das hat ja so gar nicht funktioniert. I guess cats don't really like me. Don't worry about it. I'll tell my black cat to go easy on you. I mean, if we're still friends by then. Oh. Aha. Ah, da ist der Eismann. Da ist der Eismann. Sehr schön. Ja, Katzen sind halt sehr eigenwillig, ne? Deswegen mag ich Katzen so. Come on, let's get some ice cream. Ja, genau. Weil die halt ihren eigenen Kopf haben. So, wir wollen natürlich auch erstmal hier jetzt Eis und so holen, obwohl sie ist auf Diät. Ob das so eine gute Idee ist,
Ich bin mir da nicht so sicher. So, du solltest da doch vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Gut, wir interagieren mal mit dem Eiswagen. Untersuchen. Brady ist so ein netter Kerl. Er ist der Freund meines Vaters. Was bedeutet? Gratis Eis? Jawohl, aber sowas von. Da kaufen wir uns natürlich eins, also kaufen eher weniger. Hey, Brady. Hey, little buddy. What can I do you for? Zwei Kugeln Schokolade, bitte. Die steht ja eigentlich mehr so auf gute Sachen, ne? Also zumindest bei Blumen. Einmal Erdbeere bitte, einmal Vanille mit Himbeere bitte, einmal Kokosnuss bitte, was haben wir sonst noch? Einmal Vanille, einmal Minze mit Schokolade bitte. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, was sie mag. Also wenn ich das so rekapitulieren darf, also die einzige Information, die wir haben, sie mag Katzen, die sollten möglichst schwarz sein. Und sie mag rote Blumen. Da wäre vielleicht Erdbeere die bessere Wahl, ich weiß es nicht. Schokolade meint aber, mag aber eigentlich jeder. Außer meiner Person, zumindest bei Eis. Also so Schokolade ja, aber als Eis oder als, sag mal schnell, Pudding oder so. Bah, nee, geh mal weg. Erdbeere, Vanille, Himbeere meinetwegen auch, Kokosnuss, ja. Alles, aber Schoko, ich weiß nicht warum. Also, das kommt, ist nicht so meine Geschmacksrichtung. So, wir nehmen einfach mal die. Genau. Strawberry Lolly, coming up. Sehr schön. Can I get for your little lady friend? I'm alright, thanks. Oh, come on. You've got to have some. I don't want any. Sie nimmt das gleiche wie ich. Es ist Gratis-Eis, da kann man doch nicht Nein sagen. Okay, sie nimmt Schokolade, Mädchen lieben Schokolade, warum nicht? Ja gut, warum nicht? Hat sich ja eigentlich schon beantwortet. Ich hasse es, Leuten irgendwas aufzudrängen. Wenn die Leute sagen, irgendwie, ich möchte was nicht, dann kann man eventuell noch nachfragen, warum nicht, aber ansonsten sollte man deren Entscheidung respektieren. Why not? Because no, just no. Magst du keine Eiscreme? Don't you like ice cream? I do. But ja, jetzt ist es ein bisschen eng, weil ich habe jetzt keine anderen Optionen mehr. Es ist gratis Eis, da kann man doch nicht Nein sagen. It's free ice cream. You can't say no to that. I really shouldn't. Thanks for the offer, but I can't. So langsam sollte er eigentlich darauf einsteigen, was sie sagt, aber naja, er ist halt so auf Eis fixiert momentan und er will ihr halt was Gutes tun. Sie nimmt das gleiche wie ich. Sie nimmt Schokolade. Mädchen lieben Schokolade. Nee, also wenn, dann nicht. Überhaupt, dann würde ich diese jetzt hier, die erste Option wählen. Im Prinzip sagen wir beide nicht zu, aber naja, gut. She'll have the same as me. I said no. And no means no. Eben. Sie ist zu Recht. Und erbrust. Enttäuscht, verletzt. Ja, ne? Die Musik sagt uns schon, das war jetzt nichts. Jo. Das sollte man tun. Ah, da kommt auch schon an. Der junge Mann. Der ist nie gut gelaufen. Ja, gut, ne? Er muss noch lernen. Es tut mir leid, allerdings, was ist mit dir? Du hättest mir sagen sollen, dass du keine Eiscreme magst. Hallo? Also, die Scheunentore wurden immer größer. Es tut mir leid. I'm sorry. No. It's my fault. I freak out sometimes. Naja, ausflippen. Ich meine, du hast ihm erstmal auf nette Art und Weise mehrmals gesagt, dass du kein Eis möchtest. Und das sollte man dann noch akzeptieren. Okay. Ist okay. Alles in Ordnung zwischen uns. Vergessen wir das einfach. Nö, ich mach mal hier den. It's okay. Are we good? We're good. Fist bump. Sehr schön.
Ah, da kommt der Bruder. I found it. Really? Yes. It's right where he said it was. But I kind of need your help. Stuck under this thing. What are you talking about? Er glaubt, da ist ein Koffer voller Geld auf dieser Baustelle versteckt. Hm? Er ist mein kleiner Bruder. Hör nicht auf ihn, er ist ein Idiot. He's my little brother. Don't listen to him. He's an idiot. I know it's there. It's drugs money. And it's just sitting there, waiting for us. Wow, really? Every Monday they leave it there, and someone picks it up the next day. You don't believe him, do you? Who knows? It could be true. Also nur mal jetzt der Gesetz der Fall, der Clean hat da recht und das sollte wirklich Drogengeld sein. Das ist keine gute Idee. Ja, also da irgendwie sich da jetzt an dem Geld zu vergreifen. Die Leute sind da relativ unentspannt. Ne? Und vielleicht hat er sich auch das einfach nur, ja, so denkt sich das so, da hat halt gesehen, dass irgendwas versteckt worden, angeblich versteckt worden, ob es wirklich versteckt wurde, ist immer noch die andere Frage. Ja, so kindliche Fantasie und so, ne, hat da irgendwelche Dinge gesehen und meint jetzt irgendwie, oh, Drogengeld und bla blub und schnell mal abgreifen. Etwas, naja, gut, schauen wir mal, so ein bisschen seltsam schon. Wie bist du überhaupt dort reingekommen? Das ist schon mal eine berechtigte Frage. Solche Dinge passieren nicht im echten Leben, ja. This kind of stuff doesn't happen in real life. But it's there, I can show you. There's a hole in the fence. Just ja, follow me. I wanna see. Let's do it, Joe. Es ist nicht sicher, Ivy. Warte einfach hier. Okay, geh voran, Bro. Ja, gut. Das gefällt mir irgendwie beides nicht, aber ich nehme mal hier den. Okay, lead the way, Bro. Yay! Just remember, it's a building site. I don't want you to touch anything. I won't. Ist nicht die beste Idee ihres Lebens, die sie da gerade haben, aber naja. Kinder. Da machst du nichts. Jo. Dann schauen wir mal, was sich da jetzt wirklich hinter verbergen mag, hinter dieser eigenartigen Geschichte. Ich folge zögernd. See the big X? Du hast nie gesagt, dass wir nach einem Piratenschatz suchen. Das X markiert die Stelle. Vielleicht hattest du letztendlich doch recht. Dass wenn jeweils ein X irgendeinen Versteck markieren würde. Das könnte alles bedeuten. Jo. This could mean anything. Yeah, but we could at least check. So, why didn't you open this thing yet? I tried, but it's too heavy. And you're stronger than me. I'm sure you can do it. Obviously. Let's see. Ja klar, wir müssen wieder Hulk spielen. Eine Betonplatte mal eben anheben, gar kein Problem. Erstmal untersuchen. Ja. Tatsächlich Dings drauf gemalt. Ich hab gedacht, das wäre irgendwie zufällig so ein Schatten, der sich da drauf wirft, so halt, von irgendwelchen Balken, Gedönse, keine Ahnung, egal. Sieht zu schwer aus, um es mit der Hand zu bewegen. Ja, da kann man von ausgehen. Ich drück trotzdem mal vorsichtig. We need to pry it open. I'll have a look around, see if I can find something. Ja, es geht der Ärger auch schon los. Ich brauche eine Art. Also ja, es ist zu schwer, es ist zu schieben. Ich brauche eine Art Hebel. Ja, und die Betonplatte, wie komme ich denn jetzt hier? Nein, das wollte ich nicht. Wir gehen mal auf Ort. Untersuchen. Ah, sorry. Sowas. Ich musste einfach eine von den anderen Pfeiltasten, beziehungsweise hier eine von den WASD-Tasten drücken. So, wir brauchen irgendwas, womit wir. Da komme ich nicht weiter. Also, ne, geht nur bis zur Betonplatte. Da darf ich nicht weitergehen. Das heißt, weil ich mich nur nach rechts und links bewegen kann, muss jetzt hier irgendwie wo was sein.
Jo. Hey, I think I found what we need. Das ist einfacher als gedacht. Wahrscheinlich mal den Stab da oder was immer das da ist. Eine Eisenstange. Ja, den nehmen wir mal. Eine Eisenstange. Hätte nicht gedacht, dass es so einfach wäre. Ja, wahrscheinlich auch der einzige Mal, dass das so einfach ist. Wir nehmen die mal. Inventar mit Pfeiltaste runter öffnen. Mit den Pfeiltasten links und rechts wechseln. Mit Enter bestätigen. Mit Pfeiltaste hoch beenden. Okay, gut. Dann marschieren wir erstmal wieder zurück. Jo, mit Pfeiltaste runter öffnen. Ah, da haben wir unser Inventar. Ja, viel auswählen kann ich hier noch nicht, außer natürlich der Eisenstange. Die untersuchen wir natürlich, wie ihr gehört. Diese Eisenstange ist wie geschaffen dafür, den Betonklotz zu bewegen. Jo, dann mach mal. Ich bin zu... ja, ist ja gut. So, jetzt aber Betonplatte drücken. Was denn jetzt? So, Eisenstange benutzen. Geht das jetzt? Ja, du stehst direkt davor! Mann! Ein Pixel, weißt du? Die Slettin. Das sieht aber nicht gut aus. What is it? Handgranaten? Both of you. Ja, it's allerdings. Aber hallo. Great bowl of freaking grenades. No. But where's the money? There is no money. I bet there never was. Ebenfalls. I don't believe this. Why would they hide grenades here? I don't know. Maybe it's terrorists. We should call the police. Yeah, but first, let's get out of here. This thing is not safe. Ja, komm, kleiner Bruder, beweg dich. Da ist kein Geld, da sind nur diese verdammten Granaten. Robbie. Der gute Robby. Mach keinen Scheiß da, lass die Granaten da drin. No. Gut. Was meinst du mit nein? Ich bin dein älterer Bruder, du musst mir gehorchen. Ich sagte, komm sofort her. I said, come here right now. And be a chicken like you? No way. I didn't come here for nothing. Sure, it's not the money, but this thing's gotta be worth something, right? Und? Don't even think about it. Nice. I'm going to sell it. Gary, from the shop. He's always looking for stuff like this. Sicherheit nicht. Lass es, du Idiot. Das werde ich dir nie verzeihen. Leave it alone, you dipshit. Ja, das ist kein Spielzeug, Mann. Do you think we care? Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh, fuck. Nee, ne? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, Mann. Oh, mein Gott. Eine Tragödie. Oh mein Gott. Ich habe sowas geahnt. Ich hatte gehofft, ich könnte ihn da irgendwie weglocken, aber Spiel sagte wohl nein. I was in my 20s when we met again. Straight away, I knew it was her. That same smile. Those same emerald eyes. She didn't remember me. Think. It was probably better that way. The chemistry was instant. We fell in love and got married within a few months. I never talked about Robbie, and neither did she. We were happy together. Then our luck ran out, and the cracks started to show. Yeah. But I knew how to fix it.
Ja, willkommen zu Downfall. Das war ein sehr heftiger erster Einstand in dieses Spiel. Wir werden uns dann in der nächsten Folge wiedersehen und bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt den Tag.